So, frische Hopliten. Dorfzentrum-Verbesserung wäre auch nicht verkehrt. So. Und die Fahnen von Gagarensis, da irritieren ein bisschen. Ach was, baut ihr ruhig Gold ab. Das ist okay. Dann können die Goldabbauer, die ich nämlich hier jetzt gleich arbeitslos habe, dann da oben weiter abbauen. Wo die auch abbauen, an der großen Goldmine. Ja, Dorfzentren verbessern. Ist nicht verkehrt. Und jetzt brauchen wir halt Gold und Holz, um an ein weiteres Petrobolus zu kommen. Ach, guck mal, wie sie da schon wieder lauern und warten. Eigentlich müsste ich ja wirklich hier rein und mal die Schießanlagen und Stallungen, die hier im Vordergrund sind, zerlegen. Und die Zitadelle hier. Die hier im Weg ist. So, habe ich genug für ein Petrobolus, ein neues? Ja. Ich würde am liebsten hier unten einen Markt errichten und dann immer die ein paar Karawanen hin und her pendeln lassen. Und ja, ich habe die Häuser auch gekriegt. Ja, gut, ich habe auf jeden Fall genug Bevölkerungslimit. Das ist das Hauptproblem nur noch. Erst einmal, dass die hier jetzt wieder kommen und auf die Nase wollen. Und eigentlich sollte ich hier am besten schnell eine Festung hochziehen für weiteren Schutz. Es kommt halt gerade kurzzeitig kein Gold rein. Ihr baut mir hier einen Marktplatz. Und ja, Nahrung kriegen wir mehr als genug zurzeit. Weil ich halt wirklich verdammt viele Nahrungsschiffe habe. Oh. Okay, der eine Turm ist eingerissen. Und ja, auf jeden Fall die Schießanlagen hier oben. Alles mal weg, was im Vordergrund steht. Und eigentlich müsste die Militärakademie da hinten auch weg. Wenn das Belagerungsschiff so freundlich wäre. Festung ist fertig. Marktplatz ist auch fertig. 5 Eselskarawanen, bitte. Und ja, eigentlich sollte ich hier an der engsten Stelle hier zumachen mit einer Mauer, aber das bringt auch fast nichts. Ich brauche wirklich Truppen, die sich zurückhalten und Truppen, die weiter vorstoßen können. Meine Helden sind ausgebildet, jetzt bräuchte ich mehr Holz für noch bessere Gebäude. Und ja, eigentlich wäre es gar nicht verkehrt, hier eine Verteidigung hochzuziehen. Und hier über das Seitentor einzufallen, was nicht so gut verteidigt ist wie das Tor hier. Dann könnte ich sie von hinten aus umgehen. Mach mal meine Belagerungswaffen schneller. Und ja, wir kriegen jetzt kontinuierlich ein bisschen Gold rein. Auch wenn es nicht so viel ist.
das hier erforschen, dass meine Einheiten schneller ausgebildet werden. Und da sollte ich vielleicht mal den Goldabbau beschleunigen. Nochmal am besten. Hier oben habe ich noch einen kleinen Wald, wenn mir gleich das Holz ausgeht. Oder demnächst. Und hier drüben habe ich halt noch genug Holz. Also ja, an Holz mangelt es mir nicht. Gold krieg, Nahrung kriege ich eh unendlich. Gold kriege ich auch stetigen Zustrom. Dadurch, dass ich die Eselskarawanen unterwegs habe. Ich habe nur noch nicht genug Holz, um weitere Toxoten auszubilden. Jo. Was macht eigentlich das Ding übers Pisten verbessern? Okay. Ah, die Festung sieht ein bisschen angekratzt aus. Ihr repariert mal hier die Festung und dann bauen wir noch ein paar Türme auf, am besten. Und ja, mein Schiff wurde versenkt. Bauen wir einfach ein Ersatzschiff. Oh, Angriff. Oh, schwerer Angriff mit Katapulten und allem. Euch beide würde ich am liebsten eigentlich wirklich darüber schicken. So, habe ich ein neues Schiff. Ja, habe ich. Damit kann ich jetzt die Militärakademie komplett einreißen. Und ja, den Petropolis weiter vorschicken. Dann kann er mir nämlich noch die restlichen beiden Gebäude einreißen. Also die restlichen beiden Türme. Am besten wäre noch ein Petropolis zu haben. Und noch mehr Hopliten. Und Toxoten. Mythisches Zeitalter spare ich mir mal. Wir marschieren nämlich hier direkt rein, töten hier die Zitadelle und dann ist das okay. Ja, und es passiert genau, was ich erwartet habe. Nämlich, dass die gegnerische Kavallerie kommt und uns Probleme bereitet. So, mein Titan überlebt leider wahrscheinlich auch nicht lange genug. Ich denke mal, ich schicke meine Hopliten schon mal hier hin. Und irgendwas hat jetzt gerade eben wieder mein Schiff gekillt. Sei es drum, die Kaserne ist weg. Hm. Noch mehr von denen. Noch mehr von denen. So, ich halte mal die Helden hier zurück. Die sollen meinen Haupteingang verteidigen, während ich meine Armee vorschicke. Und ganz ehrlich, mythisches Zeitalter. Hephaistos, bitte.
Wenn wir schon so viel Gold übrig haben. Und sowieso immer mehr Gold reinkriegen. Genau, beballert das von hier aus. Das sind nochmal 5 Atlanter und da müssten wir... Gib mir mal kurz einen Pegasus. Wir würden gerne nämlich mal... Okay, das sind nur 3 Atlanter, aber ich denke mal, an die hier dürften wir auch außerhalb kommen. Ja, auch wenn es hart klingt, da müssen wir nämlich die hier innen drin nicht retten. Wenn wir hier halt noch einen Hafen, ne? Obwohl die Transportschiffe einfach Prostag rüberbringen. So. Dafür bringen wir jetzt mal unsere Truppen zusammen. Ihr errichtet mir hier nochmal einen... Ja, Wälle sind immer noch auf Stufe 0. Und taugen nichts. Na gut, die Hydren, die zu töten, dürfte nicht so schwer sein. So, wir kriegen Geld rein. Wir können erst einmal die Schmiede der Götter erforschen. Und ja, wir können wirklich hier ganz ruhig an Land gehen. Gut. Und an den beiden Stellen die Leute retten. Oh, das ist jetzt eine kleinere Armee. Also zauber ich mal lieber Bronze hin. Weil wir nehmen Verluste, definitiv. So, aber wenn wir hier die Kasernen schnell mal einreißen... dürfte uns das weniger Probleme machen. Und ja, dann können wir wirklich von da aus weiter zugreifen. So, hierüber. Ich kann jetzt erst einmal meine Kolosse überhaupt verstärken. Oh ja. Bessere Infanterie. Bessere Bogenschützen. Und das finde ich jetzt nicht so gut, dass da nochmal eine ganze Truppe kommt. Oh, Pell-Taste. Okay. Prostagma, lege, orthos. Orthos, hetvulome. Schicken wir mal die neuen Truppen, die ich jetzt gerade habe, los. Und machen am besten auch Elite-Einheiten aus ihnen. So, jetzt habe ich wieder kein Holz mehr, weil die hier kein Holz mehr haben. Oh. Das ist wiederum weniger schön. Ich habe nicht genug Holz für Triremen. So, jetzt reißt bitte schnell die Zitadelle ein, bevor noch mehr Truppen kommen.